anhänglich und verschmust. Das ist Miro. Der Terrier-Mix ist einer von 80 Hunden im Kasseler Tierheim Wormau-Insel. Miro ist 4 Jahre alt und nicht kastriert. Als der Fundhund im Mai ins Tierheim gekommen ist, war er verängstigt. Er hat sich aber gut eingelebt und ist ein anhänglicher Begleiter. Er sucht ein Zuhause bei Menschen, die viel mit ihm unternehmen. Er braucht Vertrauen und Sicherheit. Duke ist ein Einzelgänger. Der kastrierte Kater kommt auch gut ohne Artgenossen zurecht. Duke ist circa 8 Jahre alt und seit Juli in der Wormau-Insel. Der Kater ist ruhig und nicht verspielt. Er ist ein Freigänger und sehr verschmust. Er zeigt aber auch, wenn er genug hat. Richtig verspielt hingegen ist Djibouti. Sie ist sehr aktiv und verträgt sich gut mit Artgenossen. Dabei kann sie sich auch gut durchsetzen. Wenn bereits 1 oder 2 Katzen im Haushalt leben, sollte darauf geachtet werden, dass die Harmonie zwischen Djibouti und den Artgenossen stimmt. Djibouti ist kastriert und circa 3 Jahre alt. Seit Juli lebt die Katze im Tierheim. Jilin wird gerne regelmäßig gebürstet. Das Fell der Maine Coon Mix Katze braucht viel Pflege. Die kastrierte Jilin ist 10 Jahre alt und eine Freigängerin. Seit August ist sie in der Wormau-Insel. Sie kommt mit Artgenossen gut aus, lebt aber auch gern allein. Sie ist verschmust, ein ruhiger Haushalt wäre für sie passend.